Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir diskutieren heute eigentlich meines Erachtens zwei Dinge, den vorgelegten Entwurf zu den Haushalten 2014 und 2015. Ich würde aber ganz gerne auch noch mal den Finanzplan 2012-2017, der hier vorgelegt worden ist, mitdiskutieren, weil es gibt ja hier eine zwischen den Fraktionen ausgewiesene Debatte, ob man jetzt auf Sicht fährt oder Politik nach Excel-Tabellen macht. Ich habe eine Neigung, beides zu tun. Also wenn ich mich in mein Auto setze, habe ich entweder eine Karte oder ich weiß, wo es lang geht und ich weiß, wo ich hin will. Das heißt also, ich mache eine Projektion in die Zukunft, wissend, dass was dazwischen kommen kann, beispielsweise ein Stau oder etwas anderes, aber ich weiß, wo ich hin will. Und das kriege ich nur raus, indem ich mir auch Ideen und im Haushalt nur Projektionen mache. Wie kann es denn werden? Und auf der anderen Seite fahre ich selbstverständlich auf Sicht, weil mit geschlossenen Augen im Straßenverkehr ist gefährlich. Und das ist auch in Haushaltspolitik gefährlich. Und deswegen ist es natürlich immer notwendig, beides zu machen, ein Ziel zu haben und auf Sicht zu agieren. Der Finanzplan ist deswegen interessant, weil zum ersten Mal 2020 keine schwarze Null steht. Also der jetzige Finanzplan in der Projektion bis 2020 sagt, wir müssen im Jahre 2020 116 Millionen Schulden aufnehmen. Neuverschuldung. Das dürfen wir dann nicht mehr. Ich frage mich, wie lösen wir eigentlich das Dilemma? Warten wir ab, fahren wir jetzt so weiter wie bisher und machen dann 2018 Schnitte? Oder berücksichtigen wir das jetzt schon? Darauf gibt der Finanzplan meines Erachtens keine Antwort. Und es erzeugt auch ein weiteres Mal, es beweist ein weiteres Mal, dass der Weg, den wir vor zwei Jahren eingeschlagen haben, ein Weg ist, der kein vernünftiges Ende nimmt. Zweite Vorbemerkung. Es wird eben noch mal die Schuldenbremse diskutiert in Zusammenhang mit Krankenhäusern und Netzen. Der Kollege Grövekamp hat gegeneinander ausgespielt, Investitionen in Netze und Investitionen in Krankenhäuser. Ich teile seine Ansicht, dass man vorher und vor zwei Jahren schon in diese Krankenhäuser hätte investieren müssen. Das vermeidet Kosten. Selbstverständlich, wenn Sie sich erinnern, haben wir entsprechende Anträge gestellt. Und jetzt ist es ja auch so, oder zumindest so ähnlich, wie wir damals beantragt haben, wahr geworden. Und stattdessen nicht in Netze zu investieren, finde ich falsch. Eigentlich brauchen wir beides. Wir müssen in der Lage sein, in Netze zu investieren, wenn es Einnahmen generiert. Und wir müssen auch in der Lage sein, in Krankenhäuser zu investieren, wo wir übrigens gesetzlich verpflichtet sind, in Krankenhäuser zu investieren, um Kosten zu vermeiden. Wenn uns die Schuldenbremse daran hindert, so etwas zu tun, dann haben wir die absurde Situation, dass uns die Schuldenbremse zwingt, Schulden zu machen. Und das kann es doch wohl nicht sein, mit dieser Schuldenbremse weiterzumachen. Ich bin auch sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Genossinnen und Genossen in Sachsen, das wissen und haben im Rahmen eines Kompromisses gemeint, dass es vielleicht eine gute Idee ist, zuzustimmen. Sicherlich nicht in der Überzeugung, dass das jetzt das Ende aller Tage ist. Und es ist ja immer die Frage, hat man einen grundsätzlichen Standpunkt und kritisiert man ihn? Und manchmal hat auch die Grüne Partei schon Kompromisse gemacht in Dingen, die sie vorher anders gewollt hätten. Das ist aber eine andere Debatte. Ich würde jetzt gerne zum Haushalt kommen. Wir haben in den nächsten beiden Jahren 4,1 bzw. 2,4 Milliarden Einnahmen, 4,8 Milliarden Ausgaben. Die Neuverschuldung sinkt. Das muss so sein im Rahmen der Konsolidierungsphase. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Und allein diese beiden Zahlen zeigen schon den Weg der Schuldenbremse. Die Ausgaben steigen zwar im Vergleich zu 2012 um 2,5%, aber dann aber nur 0,9%. Und die Einnahmen sollen 2013 um 4,9% und dann um 3,5% steigen. Das sind exorbitante Einnahmesteigerungen. Die hatten wir in der letzten Zeit nur deswegen, weil wir vorher die Krise hatten. Ob wir diese beiden Einnahmesteigerungen haben werden, ist offen. Also schon diese beiden Annahmen sind meines Erachtens unrealistisch. Die nächsten beiden Jahre wird es weiterhin eine Haushaltskonsolidierung durch Kürzen geben. Das zeigen die Zahlen, die vorliegen.
Die Sozialleistungen sollen um 1,7% steigen, die Personalausgaben um 1,5% und sonstige konsumtive Ausgaben um 0,7%. Bei einer durchschnittlich angenommenen Inflationsrate von 1,7% und der Tatsache, dass die Sozialleistungen selten in diesem Steigerungsbereich bleiben, werden wir auch weiterhin im Wesentlichen zwar keine nominellen Kürzungen haben, aber wir werden im Wesentlichen eine schleichende Kürzung haben durch kalte Kürzung, durch Preissteigerung, weil die Preissteigerungsraten einfach nicht aufgefangen werden und weil in einigen Bereichen die Kosten zwangsläufig steigen, wie bei Zinsen und bei Versorgungslasten, wird es sozusagen für sonstige konsumtive Ausgaben in anderen Bereichen eben deutlich weniger geben, als allein zum Ausgleich der Inflation notwendig ist. Und zu den Tarifabschlüssen wurde schon gesagt, dass die Tarifabschlüsse in aller Regel höher ausfallen und dann entweder weitere Personalkürzungen erforderlich sind oder aber wir halten dieses Ziel der 1,5-prozentigen Steigerung nicht. Gehen wir mal ins Detail. Oder nein, andersrum. Wir haben uns für diese Haushaltsverhandlungen drei Dinge vorgenommen zu debattieren. Das eine ist, das hat auch dann die Kollegen vorher schon angesprochen, wir werden an sehr konkreten Stellen, da wo es um Beträge von 20, 30, 50, 100.000 Euro geht, hingucken, ob wir nicht an vielen Stellen Dinge mit leicht kleinen Kürzungen kaputt machen, die diese Stadt dringend braucht. Da sind natürlich die Beratungsstellen für Kinderschutz, Schattenriss, für vergewaltigte und misshandelte Mädchen, für die Jungsberatung. Da sind natürlich so eine Sache wie das Rat- und Tatzentrum. Es kann einfach nicht sein, dass so eine Einrichtung, die in Bremen dringend notwendig ist und für die es dann auch keinen vernünftigen Ersatz gibt, dass die jetzt schon ihre Mitarbeiter kündigen muss, in der weil sie nicht sichergestellt ist, dass sie das nächste Jahr noch Geld kriegen. Wir werden genau hingucken, wie es mit der Alten- und Jugendarbeit aussieht. Das Jugendanpassungskonzept leidet unter jahrelangen kalten und richtigen Kürzungen. Sie sind kaum noch in der Lage, alle Einrichtungen aufrechtzuerhalten. Und sie brauchen nach eigenen Angaben ungefähr 2 Millionen Euro mehr. Mit diesen 2 Millionen Euro erhalten wir Einrichtungen, die diese Stadt dringend braucht. Und wenn wir das nicht machen, dann wird es für viele Jugendliche in dieser Stadt keine vernünftigen Anlaufpunkte mehr geben. Und es wird Segregation und andere Dinge vorantreiben. Deswegen werden wir hingucken, ob die Jugendzentren und die stadtteilbezogene Jugendarbeit in den nächsten 2 Jahren überhaupt arbeitsfähig ist. Wir brauchen einen Sockelbetrag. Wir haben es gestern diskutiert, die Situation der Tagesmütter. Wir brauchen einen Sockelbetrag für Tagesmütter von ungefähr 250 Euro im Monat, damit diese prekarisierten Situationen aufhören. Wir brauchen unserer Meinung nach Verhütungsmittel für Geringverdienerinnen und Geringverdiener. Wir brauchen eigentlich auch 500 Arbeitsplätze in Bremen, für Ausbildungsplätze in Bremen. Wir wissen, in diesem Haus ist es so, dass ungefähr 40% der Jugendlichen in Bremen keinen Ausbildungsplatz findet. Und ich finde, das muss man ändern. Und auch dafür muss der Haushalt Vorsorge treffen. Wir brauchen die 50 Stellen bei den sozialen Stadtteilprojekten. Wir brauchen die Rücknahme von Kürzungen bei Drogenprojekten und. Also wir werden wieder eine ganze Reihe von sehr konkreten Vorschlägen machen und wie unserer Meinung nach dieser Haushalt geändert werden muss. Und natürlich werden wir zunächst prüfen, ob in der nächsten Zeit sich an einigen Stellen was ändert. Meiner Meinung nach müssen auch diese beiden Haushalte anfangen, bestimmte strategische Projekte in Bremen genauer unter die Lupe zu nehmen. Strategisch deswegen, weil mit Recht, wie schon gesagt worden ist, die Einwohnerentwicklung hat entscheidenden Anteil auf die Haushaltssituation in Bremen. Und die Frage, ob Menschen hier wohnen bleiben oder hierher ziehen, hängt von ganz vielen diesen sogenannten weichen Standortverfahren ab. Und da spielt eben Schule und Hochschule in den nächsten Jahren eine ganz gewichtige Rolle. Ja, es wird in diesen Haushalten an der einen oder anderen Stelle mehr Geld ausgegeben für Schulen und auch für Kindertagesstätten. Aber die Frage ist doch in der Regel nicht mehr oder weniger. Die Frage ist, ob es reicht. Und wir haben den Eindruck gefunden, dass es eben an vielen Stellen eben hinten und vorne eben noch nicht reicht, um eine anständige Versorgung mit Kindertagesstätten und vor allen Dingen eine anständige Versorgung mit Schulen in Bremen sicherzustellen.
Da werden irgendwie 190 neue Stellen versprochen, guckt man genau hin, bleiben am Ende 8 übrig. Wir brauchen unbedingt in jeder Schule einen Schulsozialarbeiter, weil es eben einfach notwendig ist, eine solche Stelle zu haben. Und da reichen eben 30 so Schulsozialarbeiter nicht aus. Das sind Dinge, mit denen programmieren wir hier in Bremen Lebensqualität, die Menschen hier hält und die sie nicht wegziehen lässt. Für Hochschulen und Universitäten in Bremen haben auch meine Vorrednerin schon was gesagt. Das ist auch so ein meines Erachtens richtig strategisches Herausforderung. Es kann doch nicht sein, dass wir ausgerechnet an der Stelle, wo wir stark sind, wo Bremen stark ist, Bremen bildet mehr Akademiker aus als viele andere, als alle anderen Bundesländer zusammen. Bayern und Baden-Württemberg profitieren von diesen Hochschulen und Universitäten. Und wenn wir aber aufhören, in diesen Bereich zu investieren, und der Investitionsstau wird im Moment bei ungefähr 200 Millionen Euro angesiedelt, wenn wir da aufhören, dann zertreten wir das Saatgetreide und schlachten die Milchkuh. Das kann doch nicht sein, dass wir sowas machen. Deswegen fordere ich auf, diese Kürzungen nochmal anzugucken, die Hochschulen anständig auszustatten und sie nicht zu zwingen, wie die Universitäten irgendwie bei 80 wissenschaftliche Mitarbeiter und 50 Techniker zu entlassen. Und dass wir zwingen, die Hochschule Bremen zwingen, jeden dritten Studienplatz abzubauen. Das kann doch nicht sein. Damit verbauen wir nicht nur die Zukunft der Studentinnen und Studenten, wir verbauen auch Lebensqualität in Bremen und wir verbauen Attraktivität in Bremen und wir verbauen das, was angeblich immer von allen so bewundert wird. Deutschland hat keine Rohstoffe, Deutschland hat seine Bildung. Das dürfen wir nicht kaputt machen. Es gibt strategische Herausforderungen, was Wohnen angeht. Ich habe gestern erfreut gehört, dass wieder erwarten oder dass wieder vor anderen Informationen das Wohnungsbauförderungsprogramm in Bremen angenommen wird. Die interessante Frage ist, wie viel davon ist im unteren und mittleren Preissegment? Das wird sich herausstellen. Unserer Meinung nach wird es zu wenig sein. Es wird einen Schwerpunkt auf Eigentumswohnungen und höherpreisiges Wohnen geben. Und deswegen ist eine strategische Herausforderung, möglicherweise zusammen mit der GEWOBA und mit öffentlichen Mitteln eben neue Wohnungen zu bauen. Und ich bin mir sicher, dass die GEWOBA das kann. Und ich bin mir auch sicher, wenn wir ihnen mehr Kapital zur Verfügung stellen, ist es ein gut angelegtes Geld. Und wir haben damit nicht nur finanzielle Rendite, das heißt, dass wir unsere Zinsen damit bezahlen können, sondern wir haben auch eine Stadtrendite, dass mehr Menschen hier bleiben, mehr Menschen hier wohnen und das auch unter Umständen bei den Kosten der Unterkunft Wirkungen zu erzielen sind. Deswegen ist Wohnen ein strategisches Projekt. Wir haben ein Sondervermögen Boden vorgeschlagen. Ich denke, da werden wir an anderer Stelle noch mal drüber reden. Selbstverständlich ist Rekommunalisierung ein strategisches Projekt. Ich finde es ja in Ordnung, dass man eine stille Beteiligung in Netzen hat. Eine laute Beteiligung wäre meines Erachtens auch nicht schlecht und eine eigene Stadtwerke wäre auch gut. Das ist ja sozusagen in den nächsten 1-2 Jahren nicht mehr hinzukriegen. Wir haben die strategische Herausforderung, was machen wir eigentlich mit dem Abfall? Ja, schaffen wir es, die notwendigen Mittel auch in den Haushalten einzustellen, um 2018 eine eigene Abfallversorgung wieder aufzubauen? Das ist eine strategische Herausforderung. Und ich fordere die Landesregierung jetzt auf, mal ins Auge zu fassen, wie kriegen wir das hin? Es gibt eine entsprechende Arbeitsgruppe, aber wir müssen das auch finanziell hinterlegen. Und klar ist 2018, das sagt der Finanzplan, dürfen wir eigentlich keine neuen Schulden mehr aufnehmen. Was machen wir denn dann, wenn wir das eigentlich haben wollen, es aber nicht geht? Da kommt die Absurdität der Schuldenbremse ein weiteres Mal zum Vorschein. Wir werden auch sehr intensiv darüber diskutieren, an welchen Stellen die Erosion der Stadt schon fortgeschritten ist und wie sie weitergeht. Wir haben über PEP-Quoten und Personalentwicklungspläne, also Personalentwicklungspläne, Klammer auf PEP-Quoten, an vielen Stellen diskutiert. Wir haben aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass im Moment an vielen Stellen 8 Leute die Arbeit von 10 machen. Und wenn einer krank wird oder anders wie ausfällt, wird es immer enger. Wir sind in dieser Situation, selbst wenn wir bei Lehrerinnen und Lehrern und bei Polizistinnen und Polizisten nur 1,2% PEP-Quote haben, dann werden in 2020 statt 100 nur noch ungefähr 91, 92 Leute sein. Das scheint nicht viel. Aber es ist eben jetzt schon so, dass wir zu viel Arbeit auf zu wenige Schultern verteilen in vielen Fällen und dass wir oft an die Grenze der Handlungsfähigkeit kommen.
Ich finde, das darf nicht sein. Da ist mit dieser PEP-Quote, diese PEP-Quote ist nicht einzuhalten, ohne rechtliche, verfassungsgemäße und andere Aufgaben in dieser Stadt zu vernachlässigen. Deswegen werden wir hingucken und werden das selbstverständlich an vielen Stellen anprangern. Wir haben einen Sanierungsstau an der Uni, das habe ich gesagt. Wir haben versäumt, rechtzeitig in die GenoInvest zu investieren. Und wir haben Sanierungsstaus bei öffentlichen Gebäuden, bei Schulen, Straßen. Und wenn ich richtig entsinne, gibt es auch noch viel zu investieren in den Häfen. Und es gibt möglicherweise auch noch eins zu tun. Wir bauen zwar den Offshore-Terminal und haben dann den Hafen, um die Offshore-Mühlen rauszufahren. Wenn wir zulassen, dass die Firmen in Bremerhaven im nächsten halben Jahr pleite gehen oder viele Firmen pleite gehen, weil das mit dem erneuerbaren Energiengesetz nicht funktioniert, haben wir nichts gekonnt. Deswegen erneuere ich hiermit meinen Vorschlag. Wir müssen auch darüber nachdenken, nicht nur zuzugucken, sondern fragen können die Niedersachsen und Bremen und niedersächsische Kommunen, möglicherweise auch Hamburg und Schleswig-Holstein, Geld zusammenkriegen, um einen eigenen Windpark zu finanzieren. Auch das wäre ein strategisches Projekt. Das wäre eine Möglichkeit, Geld so anzulegen, dass man es hinterher wiederkriegt und man würde diese Arbeitsplätze sichern. Ich wüsste überhaupt nicht, was dagegen spricht, das zu tun. Naja, die Stadtwerke München machen es und außerdem brauchen wir ihn zu finanzieren. Bauen müssen wir ihn nicht selber. Also wir müssen da nicht rausfahren und schrauben, sondern wir müssen nur das Geld geben, keine Sorge. Deswegen ist es, ja, ich meine, vielleicht wäre das ja mal eine gute... Also ich bin relativ sicher, dass ich so ein Ding steuern kann und dass ich dafür sorgen kann, dass dahinter der Strom rauskommt. Das habe ich an anderer Stelle schon mal geübt. Aber egal. Das ist jetzt nicht die Frage. Die Frage ist zu finanzieren. Deswegen finde ich es nach wie vor ein Riesenfehler, ja, dass wir die 650 Millionen Euro, die wir in den letzten beiden Jahren und in den nächsten beiden Jahren an Abstand zum Sanierungskurs haben, nicht im Nachhinein genutzt haben, um sie dort anzulegen, wo es entweder Kosten vermeidet, die höher sind als die Zinsen, oder wo es Einnahmen generiert, die höher sind als die Zinsen, so wie wir es mit den Netzen gemacht haben. Da haben wir 650 Millionen Euro zurückgegeben und haben sie nicht im Sinne von Bremen eingesetzt. Es wurde an vielen Stellen gesagt, der bremische Haushalt ist sozial. Ich sage nein. Der bremische Haushalt ist vor allen Dingen durch seine schleichende kalte Kürzung, durch seine Bedrohung vieler notwendiger Initiativen, durch den Nichtreagieren im Wohnungsmarkt, durch das Erodieren des Bildungssystems, aufgrund dieser Dinge ist er nicht sozial. Die Sanierung erfolgt auf Kosten der Menschen in diesem Land. Und wenn die Situation insbesondere für Kinder, für Schülerinnen und Schüler in den Schulen, für Jugendliche in den Ausbildungsplätzen, für die Studentinnen und Studenten an den Hochschulen, um nur ein Beispiel zu nennen, wenn die immer schlechter wird, und das lässt sich anhand der Zahlen nachweisen, wenn die immer schlechter wird, dann ist dieser Haushalt auch nicht generationengerecht. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieser Konsolidierungskurs und auch damit diese beiden Haushalte mehr Probleme schaffen, als sie endgültig lösen. Das ist ein bisschen so, dass diese Finanzpolitik im Moment nach dem Motto passiert, gestern noch standen wir am Rande des Abgrunds, heute sind wir einen großen Schritt weiter. Das werden wir viel kritisieren und wir werden entsprechende Vorschläge machen. Und weil die Frage angesprochen ist vom Kollegen Güldner, bei der Frage einer anständigen Länderfinanzausgleich, einer Frage, wie Bremen finanziert wird, dass sie ihre verfassungsmäßigen Aufgaben wahrnehmen kann, können Sie sich total darauf verlassen, dass Sie uns auf unserer Seite finden. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, wie beispielsweise der Altschuldenfonds finanziert wird. Und ich habe sehr viel Sympathie dafür gewonnen, dass sowohl Sozialdemokraten als auch Grüne nicht mehr ausgeschlossen haben, dass man Schulden in irgendeiner Weise auch durch Vermögensabgabe oder Vermögensteuern bezahlt, also dass die Reichen von heute die Schulden von heute bezahlen. Und ich stehe Ihnen an der Seite, dass wir selbstverständlich diese Dinge wiederholen müssen und sagen müssen, dass wir das tun und dass wir nicht wie andere so tun müssen wie die CDU, die sagt, sie kann die Probleme des Haushaltes lösen, aber sie muss es nicht beweisen. Ich bin sehr gespannt,
auf die konkreten Vorschläge, die diesmal kommen sollen. Ich habe ja den Verdacht, wenn die CDU es zu sagen hätte in diesem Land, würde der Haushalt entweder nicht viel anders oder noch schlimmer aussehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.